euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das wird heute in allen Kirchen an Heiligabend verkündet werden. Es ist Weihnachten schon fast, Heiligabend. Wir, wo wir es gerade aufnehmen, sind noch ein bisschen entfernt von Heiligabend, deswegen steht noch kein Weihnachtsbaum, aber wir freuen uns schon. Ich begrüße euch mit diesem tollen Ruf. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude zu unserem Gottesdienst an Heiligabend, der auf YouTube, Facebook und Kanal 11 gezeigt wird. Ein Festzeig. Wir feiern, dass Jesus geboren ist. Unser Geschenk, das wir von Gott bekommen, das wir jedes Jahr aufs Neue feiern. Und wisst ihr, ich habe hier jemanden neben mir stehen, das ist der Norbert Mühlbacher. Das ist unser neuer Pastor in den Rothenburger Werken. Mit dem gestalte ich heute diesen Gottesdienst. Schön, dass du endlich da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, vielleicht 3, 4 Sätze zu meiner Person. Ich bin 55 Jahre. Seit dem 1. November bin ich in den Rothenburger Werken als Pastor. Vorher war ich im Emsland, ganz davor im Swasiland, das ist im südlichen Afrika. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann, die Werke kennenlernen und eben mit euch Gottesdienst und Andacht feiern darf. Und genau das tun wir jetzt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Heute ist ja Heiligabend und zu unserem schönen Heiligabend-Gottesdienst gehört ein Krippenspiel. Es wird auch live natürlich in der Kirche und im Lutherhaus gezeigt, aber wir zeigen heute auch im Gottesdienst das Krippenspiel, das wir 2020 auf dem Hartmannshof aufgenommen haben. Mit über 30 Bewohnerinnen und Bewohnern, die Lust hatten, mitzuspielen. Und wir bedanken uns bei allen, die beteiligt waren. Da ist noch Laura, da ist noch Anja, da sind noch die Busfahrer, da ist der Hartmannshof, der alles zur Verfügung gestellt hat und mit den Bewohnern und Mitarbeitern. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht erkennt ihr ja auch den einen oder anderen wieder. Wir hören jetzt aber erstmal das erste Lied. Ich lade nun ein zum Gebet. Guter Gott, heute sind sehr viele Menschen aufgeregt. Es ist Heiligabend. Wir feiern die Geburt deines Sohnes, den du zu uns auf die Erde geschickt hast. Wir danken dir und bitten dich, sei nun bei uns und lass uns fühlen, wie wunderbar das ist. Amen.
Und jetzt sehen wir das Krippenspiel. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinen vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Herden.
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da beim Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Da Jesus geboren war, zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über den Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das verkündet der Engel den Hirten auf dem Feld. Nicht fürchten, in einer Welt, wo viele Dinge Angst machen wollen. Angst machen im Kleinen, wenn sich Dinge verändern im Leben, ich vielleicht umziehen muss in eine neue Wohngruppe, von der Schule in die Arbeit wechsle oder von einer Wohngruppe in vielleicht die eigene Wohnung. Das ist spannend, macht aber vielleicht auch Angst. Fürchtet euch auch nicht, wenn euch etwas Großes Angst machen will. Die Welt ist vielleicht gerade etwas mehr in Angst als noch vor ein paar Jahren. Kriege sind auf einmal ganz nah. In der Ukraine, in Israel, in Gaza. Kriege, die gab es auch vorher, aber die waren weit weg. Corona hat vor einigen Jahren auch einiges durcheinander gebracht. Das macht uns Angst. Ja, Angst, die gibt es. Und trotzdem sagt Gott uns durch seinen Engel: Habt keine Angst, sondern freut euch. Denn es kommt etwas Neues. Gott wird Mensch und kommt zu uns Menschen. In Jesus wird Gott ganz klein. Er wird Mensch, so wie wir. Gott sagt damit: Du bist als Mensch so wichtig, dass ich zu dir komme, dass ich bei dir wohne. So macht Gott kleine Menschen auch groß. So macht Gott uns Mut. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und von dieser Freude sollen wir auch weitererzählen. Darum machen wir zum Beispiel Geschenke, weil andere Menschen von uns eine Freude bekommen sollen, wir unsere Freude weitergeben wollen. Und deshalb bekommen auch wir Geschenke, weil uns andere Menschen ihre Freude weitergeben wollen. Zu Weihnachten erinnern wir uns, dass Gott Jesus schickt, dass er unser Freund sein will. Und darüber freuen wir uns. So wie Maria in dem Krippenspiel, das wir gerade gesehen haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, besonders Maria strahlte über das ganze Gesicht. Auch hier in dem Altarbild können wir das sehen. Maria, freudig, hier vielleicht etwas stiller. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Amen.
Am Ende dieses heiligen Abends wollen wir beten und Fürbitte halten. Guter Gott, heute ist Heiligabend. Wir feiern die Geburt deines Sohnes Jesus. Er macht das Licht, das du uns versprochen hast. Er macht unser Leben hell. Er gibt uns Hoffnung. Guter Gott, sei du in dieser Zeit besonders bei all den Menschen, denen die Welt besonders dunkel erscheint. Bei den Menschen, die krank und die einsam sind. Bei den Menschen, die traurig sind und bei den Menschen, die Hunger haben. Sei bei den Menschen, die unter dem Terror leiden, bei den Menschen, die im Krieg leben und die sich nach Frieden sehnen. Schenk du ihnen dein Licht, deine Hoffnung und Frieden. Und hilf uns, den Menschen, die in Dunkelheit leben, etwas von unserer Helligkeit abzugeben. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin im Frieden Gottes, im Frieden Jesu Christi, der zu uns gekommen ist an diesem heiligen Abend. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.